Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr startet zum neuen Video. Ganz neues Format. Ich habe hier zwei Ehrenmänner am Start, zwei treue Supporter. Ich werde gleich die Kamera an Achmed rübergeben. Es wird folgendermaßen aussehen. Ganz einfach. Die beiden Jungs haben mir geschrieben in den Kommentaren und zeigen mir ihren Lieblingsdöner aus Hamburg. Ich entscheide, welcher gewinnt. Und der Gewinner kriegt 500 Euro. Hört sich das gut an, Emra? Das ist krass. Das ist gut, ne? Das ist krass. Hört sich das gut an? Schmeckt. Okay, wir werden direkt reingehen. Das ist der Lieblingsdöner vom guten Robin. Das ist Meram. Ja. Ich habe eben schon gehört von Emra, der sagte, du hast sie getestet noch, letztens gerade, und du sagst, das ist scheiße, ne? Ja, wir waren beim Kino und dann war der halt nicht gut. Dann hast du hier hingekommen, gegessen. Ich weiß nicht, durch. Vielleicht falscher Zeitpunkt, muss man gucken, aber... Also du bist siegessicher jetzt in diesem Moment? Ja, eigentlich schon. Also mein Döner, ich habe noch keinen besseren. Ich war hier Altona, den du vorgestellt hattest. Der war echt stark. Ich weiß nicht, aber mein fand ich irgendwie besser. Vielleicht, weil ich auch mit denen aufgewachsen bin, aber... Okay, schauen wir mal, schauen wir mal. Also Ehren-Support auch an deine Brüder, sagen wir mal so. Okay, Jungs, ich bin heiß auf den Döner. Ich hoffe nicht so Standard-Robin, sondern dass es schon irgendwie was hermacht hier jetzt. Schmeckt ja. Ist nicht Standard, also es ist guter Standard, würde ich sagen. Okay. Und ja. Gut, dann gucken wir mal. Wir gehen direkt rein, gucken uns erstmal den Döner an und dann talken wir weiter. Machen wir. Perfekt. Die Jungs hatten Bescheid gesagt, wir wollten hier ein bisschen Werbung für euch machen. Döner wollten wir, deinen besten Döner. Er gibt mir direkt Kostprobe. Ja, gib gerne Kostprobe. Achso, ich verstehe mich gar nicht, ne? Achso. Wir testen Döner heute. Verstehen die hier kein Deutsch, oder? Ja, also er vielleicht nicht, aber ich glaube, er da vorne. Okay, wir haben hier schon... Darf ich mit dir einmal kurz sprechen? Jo, ich muss arbeiten. Ah, du musst arbeiten? Ja, ich will mit dir dann arbeiten. Kein Problem. Egal, wir reden mit uns selber. Wir bestellen jetzt einen Döner. Schon mal einen Schichtfleischdöner hast du uns ausgesucht, Robin. Das sieht vielversprechend aus. Wie isst du deinen Döner? Wie sollen wir ihn bestellen? Ich mag alles. Ich möchte ihn so essen, wie du ihn mir empfiehlst. Ich bestelle immer mit nur ein bisschen Zwiebeln. Ja. Ein bisschen Salat, Schafskäse drin. Oh, mit Schafskäse, sagst du? Ja. Okay, machen wir so. So, also erstmal bist du jetzt ein bisschen im Fokus. Ja. Danach werden wir nochmal beim anderen Döner, werden wir natürlich auf dich ein bisschen mehr eingehen. Robin, wie fühlt sich das jetzt an, überhaupt so ungewohnt vor der Kamera, ne? Ja, definitiv, aber es ist eigentlich entspannt. Ist entspannt, ne? Okay, also du sagst alles chillig, ne? Ja, ihr seid auch entspannt. Und bist du trotz der Aussage von Emra noch siegessicher? Ja, ich war halt ein Jahr nicht hier, das ist schwer, aber ich glaube schon. Bin ich gespannt. Dankeschön. Auch geil. Ah, wir bestellen mal einen zweiten und gucken auch mal, was Emra sagt. Kannst du noch einen machen, genauso wie den? Wir nehmen zwei und dann essen wir eben draußen, dann kommen wir wieder rein hier. Gib mal ruhig Emra und der kann Emra mal schon einmal reinsnacken, weil wir wollen mal gucken, erst mal, was du dazu sagst. Das ist auch sehr interessant natürlich. Und mal gucken, ob du danach immer noch so siegessicher bist, weil letztes Mal können die auch einen Fehler gemacht haben bei dir. Also man sieht erstmal, ich analysiere nur, Leute. Das ist ein interessantes Brot, so ein längliches, ne? Das haben sie beim Flamingo und Buxude gehabt. Zu kross, ne? Hätte ich auch gesagt, sieht sehr kross aus. Guck mal hier. Mhm. Aber manchmal ist das geil, ne? Das ist so ein bisschen Sandwich-Charakter. Aber zu kross ist zu kross, ne? Man schmeckt doch so leider nicht. Schmeckt noch gar nicht? Nee. Was sagst du zum Fleisch jetzt? War auf jeden Fall nicht schlecht. Besser als letztens auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, du bist allgemein schon Döner-Kenner, Döner-Experte auch? Durch dich, ja. Ja? Durch die Videos. Das freut mich. Also hast du viel ausprobiert auch. Ja. Wirklich nur durch dich. Geil, Mann. Hier geil. Also bist du auch treuer Abonnent und Zuschauer. Ja. Iss mal ruhig auf, dann möchte ich gleich mal von dir eine Benotung haben. Oh, Abi, sieht gut aus. Geht um 500 Euro, Jungs. Um 500 Euro. So heftig. Ist gut. Danke. Dann gehen wir draußen weiter für mein Bad. Danke, ich bezahl gleich. Ich esse hier vorne und bezahl gleich, ne? Scheiße, ich muss zum Friseur, Leute. Ich schwör's euch, mein Sohn hat eingeschissen. Deshalb, also in dem Sinne, der hat mich gestern, ich konnte nicht zum Friseur, Junge. Ich hab heute auch Angst. Ich gebe mal hier einmal weiter. Ich werde jetzt mal snacken. Der sieht schon mal ein bisschen anders aus als der von Emra. Der hat nicht so ganz viel Fleisch drin, ne? Ist auch nicht so kross. Ist nicht ganz so kross, ja. Den hat er besser gemacht, glaube ich. Also, Jungs, es wird soweit sein, ich snack direkt rein. Ich habe eben schon gesehen, bei ihm viel mehr Fleisch oben drauf. Ist aber manchmal scheiße, weil die übertreiben und dann ist das Produkt nicht mehr stimmig. Sehr kross, viel zu kross unter Umständen. Meiner. Vernünftig. Was hättest du für eine Benotung gegeben, Emra? So wie du jetzt gegessen hast einfach. 5 oder eine 6. 5 oder 6, okay. Ich esse selten so mit Gurke drin. Ich feiere das immer. Es gibt irgendwie so einen anderen frischen Kick, als so wie ich den Döner sonst esse. Mache ich sehr gerne mal. Schafskäse komme ich gleich. Geht gerade schon hier.
bisher auch, wie Emre gesagt hat, keine Soßen zu spüren. Aber ist bisher noch stimmig. Wir dringen weiter durch. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schafskäse. Echt nicht verkehrt. Leichte Schärfe drin, irgendein Gewürz. Wird in der Soße wohl dann drin sein, nur dass die Soße nicht so rüberkommt, aber das Gewürz da drin. Geschmacklich einen guten Schafskäse, schön cremig, intensiv, nicht zu stark. Bloß bei Schafskäse gerne mal zu giftig. Und der ist sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist oder wie es bei dir jetzt ist. Ich mag es jetzt irgendwie gar nicht, wenn man Salat nimmt und dann mit Fleisch vermischt und dann in den Döner rein tut. Soweit ich weiß, hat er das ja gemacht, ja, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich finde, das Fleisch wird kalt, dann schmeckt man das nicht mehr intensiv. Das ist so dahin geklatscht. Problem ist, sage ich immer, bei dieser Variante, durch diese Schichtung. Man nimmt sich viele Möglichkeiten, den Döner individuell zu gestalten und sein eigenes Kunstwerk zu schaffen. Und hier ist der Döner mehr oder weniger immer gleich. Hast nicht so viele Möglichkeiten. Aber bisher, Robin, ist in Ordnung. Ich muss nur ein bisschen weiter durchdrängen. Dann kommen die Soßen auch mal durch. Ja, war schon, also ich glaube, das war schon ein bisschen vielleicht Glücksgriff oder Pech bei ihm jetzt, dass seiner so kross zum Beispiel auch ist. Sehr kross, ja. Aber deine sieht echt aus, als wäre da echt viel mehr Fleisch drin, ne? Und nicht so viel gemischt. Und jetzt das Wetter mit Karl Lauterbach. Zwei Wochen später ist Weltuntergang. Ich soll alles schön essen, was ich eben genießen. Der Welt geht runter. Soll untergehen? Schluss. Ja, ist Schluss. Zwei Wochen. Scholz hat das gesagt. Nein, ich sage das. Schluss. Also du sagst das. Das ist Weltuntergang. Der Atombombe kommt hier nach Deutschland. Stadt. Er hat mir gerade Angst gemacht irgendwie. Also, der Döner in kurzer Zusammenfassung. Leicht trocken oben gewesen, tatsächlich leicht trocken, weil die Soßen gefehlt haben. Ja. Von daher denke ich mal, gewollt war das Ganze nicht, um das aufzulösen. Schöner Schafskäse, schöne Soßen unten, wirklich auch mit der schönen scharfen Note, dieses typische Chili-Pulver. Geil, aber im Großen und Ganzen war das schon in die Richtung Standard sein Urgroßvater. Und das Fleisch war nicht ganz überzeugend. Aber der Döner im Gesamtperformance vernünftig, deshalb eine Ohr. Was heißt vernünftig? Also das hatte schon Defizite. Für mich gibt es eine 5 von 10. Okay. Eine 5 von 10, weil das Fleisch, wenn du es im Ganzen gestern an der Stelle, wo mehr Fleisch war, hat es ein bisschen eingeschissen. Aber Gesamtperformance okay, das ist eine 5 von 10. Aber seid ihr noch nicht zu sicher, Emre? Seid ihr noch nicht zu sicher? Freust du dich gerade? Also ich bin mir bei manchen eigentlich schon zu 100% sicher. Du wirst schon sehen. Zu wem gehen wir jetzt? Achter Dennis. Achter Dennis. Wir sehen uns drüben. Also nochmal für alle zusammen. Teilnehmer für die nächste Runde, genau das gleiche Format, werden auch wieder aus den Kommentaren aus diesem Video gewählt. Das heißt, Leute, kommentiert fleißig mit Hashtag Teilnehmer und ihr könnt direkt aus diesem Video gewählt werden für ein nächstes Video. Und da könnt ihr natürlich dann auch wieder 500 Euro gewinnen. Okay, dann haben wir jetzt nochmal hier Emre. Wir gehen jetzt zu deinem Döner. Was macht deinen Döner besonders? Das ist ein Schichtendöner. Ich habe vergessen, was er gemeint hat, aber ich glaube, das ist nicht aus jungen Kalbsfleisch, sondern halt aus ausgewachsenen Kühen. Ah, weil's okay. Besser schmeckt. Ja, interessant. Und ja, ist ein Familienunternehmen. Die haben auch mehrere Läden. Für mich 10 von 10 kann man nicht sagen, aber 9 von 10. Okay, krank. Also du siehst dich klar im Vorteil zu der 5 von 10 von Robin eben. Ja. Da kann alles passieren, Leute. Ja, er kann eine völlige Fehleinschätzung haben, die können gleich irgendwas versauen, irgendwie das Fleisch nicht ganz durch, ist noch alles drin. Ich steche ihm gleich einen Huni zu, Robin. Ach, und was hast du eigentlich? Dich haben wir heute noch gar nicht gehört. Was hast du, mein Lieber? Wer wird heute das Game gewinnen? So, ach, der Dennis. Da haben wir auch einen nebenan bei uns in Buxtehude. Ich sehe schon, höherer Hackfleischanteil, ist nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm, schmecken soll's. Wir befinden uns heute natürlich im Nicht-Selfmade-Ranking. Wer die Aufteilung noch nicht kennt, die beiden berühmtesten Döner Deutschlands Videos gucken. Wir haben ein Nicht-Selfmade-Ranking am Start. Ja, da bin ich gespannt, Mann. Emre, du hast noch nicht angekündigt, ne, dass wir kommen. Können wir einfach rein und filmen? Ja. Okay, machen wir, ja, sehr gut. Umso besser. Moin, mein Lieber, grüß dich. Bist du Dennis? Aber das hat ein Dennis gegründet. Okay, geil. Wir haben Gutes von deinem Döner gehört, sehr Gutes. Und du musst heute deine beste Leistung abliefern. Was geht? Seid ihr Stammkunden hier? Ja. Darf ich euch filmen überhaupt? Ja. Seid ihr auch begeistert hier vom Döner? Ja, okay, wohnt ihr hier in der Gegend? Ja. 10 von 10, sagt ihr. Ja, kommt, ja. Ach, habt ihr gerade Zupause? Ja. Alles klar, guten Hunger, Jungs, ne? Ja. So, da haben wir den guten. Was haben wir denn für ein Fleisch hier, mein Lieber, überhaupt? Kalbfleisch. Und das ist normal Kalbfleisch. Der Kollege sagt, das ist aber nicht vom Jungbullen, sondern... Jungbullen? Doch, von Jungbullen. Doch, von Jungbullen ist nicht schlimm. Jungbullen ist gut. Wie essen wir deinen Döner jetzt einmal? Hähnchenfleisch, Tzatziki-Cocktail, alles außer Kraut. Hähnchenfleisch, Tzatziki-Cocktail, alles außer Kraut. Okay. Das ist dann auf YouTube, ja. Bist du sauer auf ihn, wenn er verscheißt ist, dein Döner? Nein. Aha. Er kann 500 Euro gewinnen, wenn dieser Döner besser ist als der eben. Hier warst du auch. Ja.
andere Besitzerin. Ah, okay. Hey, ist der da auch 8er Dennis noch? Nee, glaube ich. Nicht 9er Dennis. So, 9er. Denkt dran, wenn ihr euch für die nächste Runde bewerbt, die ist auch außerhalb von Hamburg. Ne? Also ihr könnt überall reinschreiben, wenn ihr bei der nächsten Runde dabei sein wollt. Ihr könnt auch dabei sein, Jungs. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben. Nur Kommentar schreiben. Mit Hashtag Teilnehmer. Perfekt, mashallah. Wir nehmen 2. 2 genau gleich sollen die sein. Für dich auch noch ein Orbel. Würdest du sagen, er ist der beste Mann hier? Er und sein Bruder. Ja, wenn du dich zwischen einen entscheiden musst, wer den Döner macht, er oder sein Bruder? Kann ich nicht. Kannst du nicht? Du musst aber. Kann ich nicht. Ach komm, er ist übertreibst du. Nee, wir essen eben draußen. Draußen ist besser, ja. Wir nehmen, kannst du es direkt in die Hand geben. Weil wenn ich schlecht bewerte, weißt du, darfst du das nicht hören. Guck mal, da brutzelt dein Glück, Emra. Davon hängt jetzt 500 Euro Portemonnaie full oder nicht full gleich ab. Aha. Teilst du mit ihm? Du gewinnst, nee, ne? Also, wir sind am Start, wir sind am Start. Robin, was sagst du, hast du schon ein bisschen reingesnackt so? Bisher schmeckt gut. Schmeckt gut? Muss ich sagen, ja. Fleisch schmeckt, Soße ist auch ganz, also hier schmeckt man die Soße mehr natürlich. Ich find's gut. Ja, Fleisch gerade schon gesnackt, ist echt nicht schlecht. Schön kross, trotzdem noch saftig. Ich wollte auch was sagen. Ja. Eine Dönerempfehlung, da hinten Abis Grill, ne? Ich schwör, mein Gott, der ist viel besser hier. Das ist respektlos. Was für Respekt? Bruder. Ich komm, er hat dich gerade beleidigt. Stabile Soßen. Du merkst richtig so die Röstung. Du merkst die Soßen. Sag ich mal, typisches Cocktail-Feeling für die, die in Berlin Cocktail vielleicht nicht kennen, schwer zu beschreiben. Kräuternote noch mit drin. Deutlich saftiger halt als der andere. Fokussier doch drauf. Warte noch ab am Ende. Ja. Da wird es richtig saftig mit dem Fett vom Fleisch. Also sind absolut zwei verschiedene Döner, lass uns mal sagen. Wir haben halt hier wirklich einen klassischen Döner, Leute. Klassische Fladenbrotform. Schön krosses Fleisch, muss auch sagen, ich habe einen richtig dicken Bissen gerade nur Fleisch gehabt und das war trotzdem sehr gut im Geschmack. Fleisch ist gerne mal von der Würze und vom Fleisch einfach zu doll, dadurch, dass dann die Masse ist natürlich im Döner, ergänzt sich das und dann ist es in Ordnung. Wenn du nur das Fleisch beißt auf Katastrophe, hier ist auch das gut. Freut mich. Was hast du für Soße jetzt eigentlich? Das ist die Cocktail. Die haben auch noch scharf, aber ich habe den jetzt halt so bestellt, wie ich den sonst auch eigentlich immer bestellt. Bin eher Fan von scharf, aber schmeckt auch auf jeden Fall. Am Ende des Tages muss man ja gucken, wie kombinieren die Soßen miteinander. Wir haben es wirklich geschafft, eine geile Kombi zu finden zwischen dieser Cocktail und diesem Tzatziki. Weil diese Dillnote da drin, die frische, ergänzt sich super, kriegen halt wenige hin. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer als eine 8, weil ich rechne mal mindestens mit einer 8. Gucken wir mal. Also, es gibt ein Problem bei dem Döner und das werde ich gleich noch sagen, ne? Spannung stark, Jungs, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich nicht gewinne, schade, aber ich will hauptsache, du behältst den Döner. Gut, das ist mir wichtig. Jetzt hole ich schon mal die Scheine raus. 3, 4. 500 Scheine, Leute. Also ich würde mir auf jeden Fall, glaube ich, erstmal eine PS5 kaufen, weil ich wollte schon seit Monaten kaufen, hab die nicht herbekommen. Was hast du bekommen? PS5. Ja. Hab die nicht herbekommen, dann Geldprobleme, muss Muttergeld geben. Deswegen konnte ich jetzt nicht. Falls ich die gewinne, würde ich dir auf jeden Fall, denke ich mal, für eine PS5 holen. Wie ist bei dir? Also ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Geld ausgegeben. Motorrad und so. Dementsprechend werde ich das erstmal auf Kante legen und gucken, wenn nochmal schlechte Zeiten kommen, wo man viel einkaufen muss, dann gebe ich das dafür aus. Ja, besser ist. Kleines Polster zu heutigen Zeiten kann nicht schaden. Erstmal zu den positiven Sachen, zum Schluss zu den Problemen bei deinem Döner, Ember. Schöne Soßen, krosses, gutes Fleisch. Also die Soßen in sich auch, im Verhältnis zueinander, geile Kombi ergeben. Gewisse Frische, deiner war frischer, dein Döner, vom Feeling her. Gewisse Frische, aber trotzdem Gurken drin gehabt. Der hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr Salat vertragen können. War unten leicht zu trocken, ist aber tragbar gewesen. Das Problem bei deinem Döner war, und die Bewertung mit dazu, er war deutlich besser als Robins. Kriegst du 7,4, kriegst du 7,4 von mir. War in Ordnung, also du bist der Gewinner für heute. Danke. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Kurz und knackig. Mein Lieber, hier hast du die 500 Euro. Oder du setzt die 500 Euro in einer zweiten Runde, in einer zweiten Disziplin, wo es um Burger gehen wird und trittst gegen jemanden, der Kommentar reinschreibt mit Hashtag Teilnehmer in einer zweiten Runde um 1000 Euro an. Also ich nehme den Safen Gewinn. Du nimmst den Gewinn? Den Safen. Ehrlich? Nein, Mann! Ich hab gehofft, du gehst! Ja. Respekt, Rudi.
Ich jetzt schon mal, ich habe auch kommentiert, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich ausgelost werde. Es hat geklappt. 500 Euro, ne? Neue PS5 gesponsert oder wenn ihr euch Schuhe kaufen wollt, Klamotten, macht's auf jeden Fall. Abonniert die Glocke aktivieren und macht auf jeden Fall mit. Tschüss, Leute. In dem Sinne, Kommentar reinschreiben. Bis zum nächsten Mal.